Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play der Herr der Ringe Online hier vor Bree beim Westbreer Tor. Wir haben ja letztes Mal den Auftrag bekommen nach Hauptleuten oder was waren es genau? Es waren glaube ich keine Hauptleute, wir gucken uns das kurz mal an. Ich muss es mir selber nochmal kurz nachlesen. Sollen wir suchen. Aber was waren es denn jetzt noch gleich? Steht das hier denn nirgendwo? Nein, steht es nicht. Ich sehe es hier zumindest nirgendwo. Auf alle Fälle nach Feinden, nach Anführer des Feindes, um genau zu sein. Hauptleuten, irgend sowas. Hier, Ritter, Ritter waren es, genau. Mordreds Ritter, nach denen sollen wir suchen. Das sind an die drei, glaube ich. So wurde uns das zumindest gesagt. Auf alle Fälle sind es drei Orte, wo wir nach ihnen suchen sollen. Das letzte Mal waren wir ja in Esteldin. Beim guten Derwun hieß der Wahlläufer da, glaube ich, der Hauptmann. Der hat uns auch einen guten Tipp geben können. Da haben wir den ersten aufgestöbert und getötet. Und hier in Bree sollen wir eine zweite Spur finden und verfolgen. Ja, das werden wir jetzt auch gleich tun. Dazu müssen wir nicht in Bree direkt mit jemandem sprechen. Nein, wir müssen nach Arche zurück. Und damit, wie hieß er denn noch gleich? Mit einem Verbündeten, es steht jetzt hier nicht genau. Naja, wir werden es ja dann sehen, wenn wir denn da sind. Das dauert jetzt wieder ein Weilchen. Ja, ihr kennt es ja nur zu gut. Das Reisen hier in Lothro ist eine große Hauptsache. Muss man immer ein ganzes Stück Wegstrecke zurücklegen. Da muss ich ja sagen, da lobe ich mir die Wegmarken in Guild Wars 2, wo man wirklich an jeden Ort gelangen kann, zumindest relativ nahe daran, durch eben jenes Wegmarkennetz. Das ist dann schon sehr praktisch und sehr komfortabel. Na gut, aber wir sind hier nun mal nicht in Guild Wars 2, sondern in Lothro. Und hier macht man das eben nach guter alter MMO-Art und bereist das ganze Land hier mit einem Mount. Leider nicht mit einem Flugmount. Das wäre natürlich sehr klasse, wenn man sowas endlich mal hier einführen würde. Ich weiß gar nicht, ob Lothro dafür konzipiert ist, dass es hier möglich ist, mit Mounts rumzufliegen. Aber ich meine, so ein Adler. Stellt euch das mal vor. Ein Adler für die freien Völker als Flugmount. Das wäre einfach nur genial. Zumindest meiner Meinung nach. So, jetzt müssten wir auf der Karte auch schon sehen, wo sich jener befindet. Genau hier in Schlucht. Nicht Archet, Schlucht war es. Eine Station davor. Da müssen wir also nicht ganz so viel Weg zurücklegen. So, ich habe jetzt auch gewartet, bis meine Heimatports hier wieder frei sind. Damit ich, wenn ich einen davon brauche, ihn auch wieder habe. Werde ich in Zukunft, glaube ich, sowieso ein bisschen so machen, dass ich immer eine kleine Pause lasse. Entschuldigung. Und die Ports wieder auflade, damit ich da nicht in Verlegenheit komme. Eine Quest. Worum geht es in der Quest? Vielleicht einen Gefallen erweisen. Ach so. Gebäck bei Banwart Unterberg in Schlucht ab. Das können wir eigentlich auch annehmen. Ich meine, der ist ja gleich hier. Ich befürchte nur, dann bekomme ich so eine Jubiläumsmünze und die müsste ich dann wieder sammeln. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Wobei, warte mal, geht das nicht in den Sammelbeutel? Ich versuch's mal. Ich wollte eigentlich keine Festquests machen. Nein, ich lasse es. Ich lasse es hier. Ich kümmere mich jetzt nicht darum. Nein, sonst habe ich wieder tausende von Münzen in meinem Inventar und kann nichts damit anfangen. Das wollen wir nicht. Das lassen wir mal schön bleiben. So, da, Banwart Unterberg. Genau, mit dem mussten wir sprechen für die Story-Quest. Und auch er hat Geschenkeschnitzereien. Ach, schon wieder so eine Festquest. Die sind hier um Bree rum natürlich enorm verbreitet. Ihr habt auch schon in Bree gesehen, als wir da rausgeritten sind, in die Gasse, die uns nach draußen geführt hat, dass da auch noch Quests waren. Habe ich auch bewusst ignoriert. Ich werde die Festquest jetzt wirklich nicht annehmen. Das ist nämlich ein Ding der Unendlichkeit, da wirklich alle anzunehmen und zu machen. Das tue ich mir jetzt mal nicht an. Und wow, seht euch mal die Keule an, die ist gar nicht mal so übel, die hat ordentlich DPS, allerdings macht Beweglichkeit, Vitalität ist noch in Ordnung, Wille brauchen wir halt nicht, ne? Aber wäre sie denn besser als unser Dolch? Na gut, abgesehen, nee, der Dolch hat halt noch maximale Moral drauf und Parade, nee, ich denke, ich behalte den Dolch und die Axt ist eigentlich auch besser. Naja, von den Werten her, eigentlich nur der kritische Treffer, der da besser ist, aber ich werde trotzdem die Axt behalten. Die ist einfach auch stylischer. So, aber jetzt, Golodir, ich habe noch nie von ihm gehört. Ach ja, na gut, das kann schon sein, so ein kleiner Hobbit hier in der Nähe von Bree, der wird da nicht so weltgewandt sein. Aber das klingt wie einer dieser Waldläufer, wie Turadan. Genau, Turadan, das ist auch schon lange her. Mit dem hatten wir auch so unsere Probleme. Wenn er Turadan irgendwie ähnlich ist, dann sehe ich keinen Grund, ihm nicht zu glauben.
Aber der hat doch da dann seine Verwandlung durchgemacht und ist dann durchgedreht und hat alle möglichen Waldläufer in der Gegend umgebracht. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Omen ist, aber nee, Quatsch, ich denke, er meinte nicht das. Er meinte wohl Thoradan, bevor er sich da verwandelt hat. Nun, ich weiß zwar nicht, ob das der Ritter sein kann, von dem er da redet, aber im Shadwald gibt es eine neue Bedrohung. Mächtiger und bösartiger als alles, was ihr bisher erlebt habt. Glaube ich kaum, aber ich denke, das klingt schon mal ziemlich gut. Das könnte ein weiterer Ritter sein. Vielleicht ist es der Ritter, den ihr sucht. Ja, werden wir gleich mal herausfinden, wenn du uns sagst, wo der sich ungefähr befindet. Ihr findet ihn in seinem Lager in der Nähe des schrecklichen Götzen im Shadwald. Es ist leicht zu finden, nordöstlich von hier. Das ist eine gute Wegbeschreibung, zumal wir es dann auch auf der Karte sehen werden. Danke dafür. Und damit, ja, haben wir eigentlich schon den Standort des zweiten Ritters gefunden, denn ich denke, das wird schon alles ziemlich präzise sein. Na, was war denn jetzt dran? Das hatten wir doch erst gerade. Ah, die Ziege mal wieder. Die Ziege mal wieder reiten. Wollte ich sowieso schon lange wieder. Oh, auch ein schönes Tier. So, wo ist denn jetzt das genau? Beim Götzen, hatte er gesagt. Ach, da hinten, ganz hinten im nördlichen Chatwald. Na gut, da müssen wir, glaube ich, hier hoch. War das nicht so? Ja, doch, das weiß ich noch aus unseren Anfängen des Let's Plays. Da sind wir hier gestartet. Haben wir auch viel den Weg hier zurückgelegt. Der dürft euch, wenn ihr da auch schon länger dabei seid, auch mehr als bekannt vorkommen. Und wenn nicht, dann lernt ihr jetzt einen neuen Weg kennen. Hey, ist doch immer was Tolles hier im Let's Play. Lernt man ständig Wege kennen, die man, wenn man es nicht spielt, selber gar nicht ja, groß profitieren kann. Aber hey, was soll's denn schon? Gut, sind wir jetzt wieder unterwegs. Das dürfte wieder ein kleines Weilchen dauern, bis wir wieder angelangt sind. Na, ist eben so. Bevor man da die Ziele erledigen kann, muss man sie eben erstmal erreichen. So, hier sind wir im Holzfällerlager. Da haben wir auch so einige Quests angenommen und abgegeben. Ach ja, waren das noch friedliche Zeiten und einfache Zeiten? Na gut, vom Spielgeschehen her schon. Vom Spielaufnehmen her war es eine wahre Qual. Ich weiß noch ganz genau, da musste ich nämlich die ersten 20, nee, 12 Level waren es, glaube ich, musste ich noch einmal nachspielen, weil mir da einige Folgen total verwackelt sind, weil ich damals noch die Monitoraufnahme dafür gebraucht habe. Und das hat so gar nicht gut geklappt. Das war wirklich gar nicht gut, was da dann herausgekommen ist. Und ja, da musste ich einfach mal den ganzen Chart nochmal neu erstellen, nochmal neu spielen, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann erneut weitermachen konnte. Hat zum Glück funktioniert. Ansonsten wären wir jetzt hier nicht schon irgendwie bei Part 180, sind wir jetzt bald. Ja, ist auch schon ein riesiges Let's Play geworden. Wird es auch noch länger werden? So, jetzt kann ich weiter dem Pfeil nach. Der zeigt uns genau, wohin wir ungefähr gehen müssen. Nein, nicht ungefähr, sondern genau, wo wir genau hingehen müssen. Wo ist der Götze hier? Ist der irgendwo in einer der Ruinen wahrscheinlich, ne? Ja, es ist noch ein kleines Stückchen zurückzulegen, auf jeden Fall. Hier auch alles voller Banditen und Räuber und dergleichen. Diebesgesindel. Lauter Leute, denen man nicht unbedingt im Dunkel begegnen will und im Hellen schon gar nicht. So, hier hoch müssen wir. Hätte ich jetzt beinahe die Ausfahrt verpasst. Aber auch hier natürlich, da die Gegner schon alle längstens grau sind, greifen sie uns nicht an. Können wir also ungehindert hier eindringen. Ha, und seht an, da ist der Varg auch wieder, der uns damals schon ein wenig Schrecken eingejagt hat. Ah, und ich sehe schon, hier ist der Angmarim, also da, wo der eine Angmarim auch schon war, den wir damals schon erledigt hatten. Und sie an, wir können ihn schon wieder ansprechen. Nee, warte mal, das waren die zwei hier hinten. Wobei, nee, da, richtig, der Banditenanführer hier, den mussten wir damals erledigen. So, aber das kümmert uns jetzt nicht weiter. Wir kümmern uns um diesen hier, um diesen Ritter von Mordred. Steht ja auch schön als Titel unter seinem Namen. Gut, mal Du sehen. wirst sterben. Ja, er droht uns genau gleich wie der Erste. Du wirst sterben, das hat schon beim Ersten nicht gezogen. Warum meinst du also, dass du mich damit einschüchtern kannst? Warum belästigt ihr mich, ihr Narr? Ich habe für Mordred viele Dinge zu erledigen. Das denkst du wohl? Damit ist jetzt Schluss. Wie bitte? Ihr habt den Truchsess getötet und seinen Thron Amathiel überlassen. Macht euch auf euer Ende gefasst. Gut, aber ich muss jetzt sagen, die scheinen gar nicht begeistert davon zu sein, dass ich hier Amathiel entfesselt habe. Ich glaube, die sind da nach wie vor treu zu ihrem Herrn hingezogen, zu Mordred selbst. Naja, mal sehen, mal sehen. Aber ich denke, ein Angmarin weniger ist auf alle Fälle nicht schlecht.
Es kann nicht übel sein. Oh, das sind die 50er gegen auch nur noch gelb. Ah, es ist herrlich. 48 wirklich ein sehr gutes. Etwas sehr Gutes, dass wir das endlich erreicht haben. Oh, der haut aber schon Ärger rein als der andere. Der hatte jetzt weniger Unterstützung. Ja, gar keine Unterstützung sogar. Und hat uns mehr Schaden gemacht. Oh, da hätte ich mich doch beinahe heilen müssen, um dem entgegenzuwirken. So, aber auch hier war es kein großes Problem. Ging dafür auch schneller. Hat wohl einfach weniger ausgehalten und mehr Schaden gemacht. Würde mir jetzt logisch erscheinen. Wir nehmen auf alle Fälle das nächste Pferd. Ein etwas unspektakuläreres, aber dennoch ein sehr hübsches. Ein Grauschimmel. Ja, sieht auf alle Fälle so aus wie ein Grauschimmel. Jawohl, geschätzter Grauschimmel. Ist natürlich eine sehr spezielle Farbe bei einem Pferd. Gerade wenn es so rein aussieht, dann ist es wirklich eine Seltenheit. Die sind ja da manchmal schon etwas eher schwarz-weiß gefärbt. Wenn man sich da etwas mit den Pferden auseinandersetzt, dann erkennt man da schon so einige Details, die doch auf ihre Hochwertigkeit anspielen. Ja, da haben die Entwickler wirklich schöne Arbeit geleistet bei den ganzen Ride-Mounts. Wirklich sehr hübsch. Deswegen denke ich, dass die auch bei Flugmounts ganz gute Arbeit leisten würden. Naja, wir müssen jetzt auf alle Fälle wieder zurück zu Banwart Unterberg und ihm berichten, dass wir diesen Ritter erledigt haben. Damit dürfte er auch erheblich weniger Gefahr hier in der Gegend vorhanden haben. Haben wir seine Arbeit, dass er auch wieder etwas erleichtert. Das ist ja nicht das erste Mal. Der gute Junge hat uns auch schon einiges zu verdanken, wovon er wahrscheinlich gar nicht mal so viel weiß. Aber was soll es denn schon? Wir sind also einfach ein stummer Held. Wir müssen nicht überall mit unseren Taten rumprahlen. Höchstens ich hier vor euch. Haha. Ja, genau. Aber ja, ich denke, ihr gönnt mir das auch, wenn ich da ein bisschen stolz auf mich bin. Dass ich da jetzt echt schon ein Let's Play mit über 180 Folgen oder so hingekriegt habe. Und das mit diesem störrischen Spiel hier, muss ich ja ehrlich mal sagen, war wirklich eines der nervigsten Spiele zum Aufnehmen. Und halt auch allgemein immer noch. Muss ich echt Acht geben, dass es überhaupt irgendwie klappt. Na gut, wobei, momentan ist eigentlich Oblivion das größte Problem, weil halt da die CD nicht mehr von meinem Computer erkannt wird. Das lasse ich aber nicht als Spiel gelten. Da ist ja dann eher die Hardware das Problem, weil mein Laufwerk halt nicht mehr richtig funktioniert. Na, mal sehen. Das ließe sich ja auch einfach ganz schlicht beheben, wenn ich das Laufwerk ersetze. Aber mal ehrlich, wir brauchen heutzutage noch ein Laufwerk. Ist ja eigentlich alles mittlerweile im Internet runterzuladen und nicht mehr per CD auf den Computer aufspielbar. Das gibt es eigentlich wirklich nur noch sehr selten. Klar, gut, ich könnte mir auch noch Filme angucken und sowas. Aber ich habe ja auch noch einen Fernseher und da mache ich eigentlich das ganze Fernseh gucken und ja, Filme schauen. Da brauche ich den Rechner eigentlich nicht so für. Da dann halt hauptsächlich Streams spielen und dergleichen. Und natürlich für euch auch aufnehmen. So. Oh, hier sind wir ja schon wieder. Jetzt wäre ich doch beinahe schon weiter bis nach Bre geritten, weil ich mich hier ins Quatschen vertieft habe. So, sind wir also schon hier. Gehen wir wieder zu Banwart Unterberg und berichten ihm, was wir gerade alles so erledigt haben. Na gut, viel war es ja nicht. Hinreiten, Gegner töten und wieder zurück. Guten Tag. Nicht sehr spannend, aber ja, wichtig ist es auf alle Fälle gewesen. Das war der Ritter, den ihr gesucht habt und ihr habt ihn besiegt. Ja, würde ich mal so sagen. Ich bin beeindruckt. Es kommt nicht oft vor, dass wir Helden wie euch hier sehen. Das glaube ich gerne. Sind ja alles noch ganz kleine Schlüpflinge, die hier rauskommen. Habt Dank für eure Hilfe. Sagt bitte eurem Freund Golodir, dass eure Tat vollbracht ist. Und ich werde zusehen, dass etwas wegen dieses schrecklichen Götzen geschieht. Ja, das wäre auch mal an der Zeit. Das zieht ja Angmarim an wie Fliegen. Das kann ja nicht so weitergehen. Er scheint etwas zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Genau, da bin ich einer Meinung mit dir. So, jetzt gucken wir doch mal. Wie gesagt, die Keule wollte ich eigentlich jetzt nicht benutzen. Der DPS ist gleich und die Werte sind höchstens gleich gut, wenn nicht schlechter. Und das Schwert hier dürfte auch mehr wert sein. Deswegen nehme ich mal das Schwert und verkaufe es dann später. So, zweite Quest erledigt. Jetzt bleibt uns nur noch die in den einsamen Landen, wo wir zum Glück auch einen Port hin haben. Ist das nicht genial? Können wir uns hier trotz der mangelnden Schnellreisen problemlos in der Gegend rumbewegen, dank unserer Ruf und Ports und Heimatports und all dergleichen. Ist doch einfach herrlich. Da brauche ich nicht mal Turbine-Punkte auszugeben. Das ist auch immer was Schönes. So, da sind wir schon. Wir mussten jetzt mit Frederick, dem Ältesten, sprechen. Der ist ja da in der Feste, in der Feste Gurut selbst.
Schauen wir mal hier. Da sparen wir uns das Pferd. Das müsste hier eh nur ewig viele Stufen bewältigen. Das können wir auch selber. Und mit dem Sprint geht es auch nicht viel weniger schnell. Du trickst deinen Bogen ja auch ziemlich seltsam. Na gut, ich will mich da nicht einmischen. Da fällt mir ein, ich habe den Bogen, ja meinen Bogen hier, auch immer noch von der Gegend. Das ist ja der Eglane-Bogen, oder wie heißt der genau? Na? Bogen der Was? Der Eglane-Lieferanten. Warum denn Lieferanten? Merkwürdiger Name. Aber ja, er ist hier von den Eglane. Von der Instanz, die ich ja leider auch noch nie gemacht habe. Na gut, die könnte ich jetzt mittlerweile auch solo erledigen. Zumindest die Dreier. Die Sechser bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, ist ja natürlich auch nicht mehr so spannend, wenn man das dann über der Welt macht und ganz alleine. Das wäre schon spannender mit Leuten, mit anderen Leuten und halt im richtigen Level. So, ich kenne keinen Golodir. Schon wieder nicht. Der arme Kerl. Niemand kennt ihn. Im Gegensatz zu mir, ich bin ja hier schon überall recht bekannt. Aber wenn er ein Waldläufer ist, wie ihr sagt, warum sollten wir ihm dann helfen? Die Waldläufer haben uns auch nicht geholfen. Das kann ich so nicht unterstützen, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Zumindest haben sie, glaube ich, mich hierher geschickt. Also ist es doch Hilfe genug. Als wir ihre Hilfe gebraucht hätten, so dass wir uns auf die Schatten der Eidbrecher verlassen mussten. Ach so, das hat er gemeint, wegen der Maid und so, ne? Um unsere Freiheit zu erlangen. Trotzdem haben wir in letzter Zeit bei der Erkundung von Harlock viele gute Männer verloren. Man sagt, dass Angmar etwas damit zu tun hat. Und deshalb denke ich, dass wir am besten dort suchen sollten. Geht nach Harlock und sucht nach euren schrecklichen Ritter. Dem dritten, dem letzten. Und ja, dass ihr da Männer verloren habt, könnte auch an den diversen Trollen liegen, die da so rumgeistern. Aber vielleicht sind die ja auch von den Angmarinen dahin geschafft worden. Wer weiß das schon? Wenn ihr dieses Übel beseitigt habt, kehrt zu mir zurück. Werde ich mal tun. Gut, nehmen wir die Quest auch an. Wir müssen ja schließlich jetzt diesen Ritter allen das Handwerk legen, damit die nicht weiteres Unheil anrichten. So, ich denke, ich werde auch auf alle Fälle mal dahin reiten in der Folge. In der nächsten gucke ich dann, wie ich das weiter handhabe. Wobei, ich muss gerade überlegen, wie ich sich das am schlausten anstellen ließe. Es wäre besser, wenn ich noch in der Folge zurück nach Gadfornir porten könnte. Deswegen werde ich jetzt vielleicht die Folge hier ein wenig länger dauern lassen. Weil das dann halt mit den Ports hier besser funktioniert. Ich werde dann nämlich wieder einen Port brauchen, um nach Esteldin zurückzugelangen. Wobei, nee, ich hatte ja ausgemacht, dass ich auch den Bree-Port benutzen kann. Genau, richtig, so wollte ich es ja machen. In Ordnung, dann können wir uns hier so lange Zeit lassen, wie wir auch immer wollen. Ja, ich werde jetzt auch hier noch nicht zu viel erzählen. Ich lamentiere einfach immer ein bisschen gerne darüber, wie ich das am besten handhabe, damit wir eben nicht zu lange reisen. Aber ich kann euch schon mal sagen, es wird demnächst wieder eine größere Reise auf dem Weg stehen. Allerdings will ich euch auf die Reise gerne mitnehmen, denn es ist eine Reise in ein neues Gebiet. Also gut, nicht in ein neues Gebiet, das gibt es schon länger, aber in ein neues Gebiet, insofern, dass es für uns neu ist, dass wir da noch nie waren. Das ist nämlich Evendim. Da habe ich euch ja auch schon von erzählt. Da werden wir dann als nächstes mal hingelangen und auch einiges der Geschichte da machen müssen. Werden wir dann sicher auch noch so einiges erwähnen können, wenn wir dann da sind. Wie gesagt, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Erstmal gucken wir jetzt, dass wir hier den letzten Ritter im Harlock erledigen. Das dürfte ich, glaube ich, in der Zeit noch hinbekommen. Es könnte knapp werden. Aber es ist ja auch hier kein Problem, denn auch die Gegner hier sind alle schon längst ins Grau und damit keine Gefahr mehr für uns. Sprich, ich kann da einfach irgendwo stehen bleiben und dann warten, bis ich das nächste Mal weitermachen kann. Alles kein Problem. Mal kurz auf die Karte geguckt. Ja, ich muss hier schon darauf achten, dass ich früh genug ins Moor reingehe. Weiter hinten klappt es dann nämlich nicht mehr so richtig. Deswegen einfach mal schon hier in Richtung der Trolle, die da auch schon stehen. Mit ihren großen Keulen und den Felsbrocken, die sie immer nach uns geworfen haben. Als wir das erste Mal hier waren, da mussten wir einen Anführer, glaube ich, war es. Ne? Einen Anführer mussten wir erledigen. Und, glaube ich, auch einige Trolle. Gab es auch diverseste Quests. In den einsamen Landen haben wir allgemein relativ viel Zeit verbracht. Relativ viel Level gemacht. Noch mehr Trolle. Hier gibt es wirklich reichlich davon. Es gibt ja auch ein BDT hier in den einsam landen von den Trollen. So, ich bin hier, glaube ich, richtig unterwegs. Geht's jetzt hier durch? Ja, da scheint ein Gang durchzugehen, durch den Wald. Und da haben wir eine Leiche. Soll ich die plündern? Kann ich das auf dem Pferd tun?
Nein, es geht nicht. So ein Unglück aber auch. Na gut, wenn wir es jetzt schon haben. Dann nehme ich aber wieder das nächste Pferd. Ha, sind wir schon wieder beim ersten Pferd angelangt. Na, sieh an. Muss ich mir das einfach immer ein bisschen merken, wie das war. Und dann kann ich das eigentlich so weiter verfolgen. Na gut, ich denke mal, es wird mir aber von Session zu Session nicht immer gelingen, mir zu merken, welches Pferd ich als letztes hatte. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht notiere ich mir das ja in Zukunft ja auch. Aber ich denke, es ist den Aufwand auch nicht unbedingt wert. Es ist ja doch eine Nichtigkeit eigentlich, welches Pferd ich da reite. So. Müssten schon ganz in der Nähe sein. Ich denke mal, ich werde ihn auf alle Fälle noch ansprechen und ihn besiegen. Dann können wir dann das nächste Mal wirklich gucken, dass wir wieder zurückkommen und den Rest noch erledigen. Wobei, warte mal, das ist der letzte Ritter, ne? Da müssen wir ja gar nichts mehr erledigen. Dann können wir, denke ich, schon zurückgehen. So. Dieses Mal ist es ein gewisser Nikal, oder wie man das auch immer ausspricht, aber auch ein Ritter. Du wirst sterben. Ja, zum dritten Mal höre ich das und zum dritten Mal wird das sich nicht erfüllen, das kann ich dir schon mal verraten. Es ist wirklich schade, dass ihr so weit gereist seid, nur um vernichtet zu werden. Oh ja, sicher, haben schon so manche behauptet. Mordreds Tod bedeutet nichts. Ihr habt ja keine Ahnung, welche Mächte in Eriador am Werk sind. Und ihr werdet sterben, ohne es je zu erfahren. Ha, denke ich nicht. Und weiß ich auch schon, was da so ungefähr im Gange ist. Ich habe das Auge auch schon gesehen, als ich da mit mit Amatiel aneinander geraten bin. Oh, kann ich den noch unterbrechen? Nein, Mist, zu spät. Aber ich denke, das macht kaum was, denn auch die Spinne wird nichts daran ändern, dass ich hier einen unvermeidlichen Sieg vor mir habe. Ha, sagte er und starb im nächsten Moment. Nein, ich denke, die Signaturen hier sind allgemein nicht so wirklich stark genug, um mich zu töten. Da müsste es schon sehr blöde laufen, wobei der letzte hatte schon recht viel Schaden gemacht. Aber töten konnte er mich auch nicht. Wieso sollte es also dieser hier können? So, haben wir das auch erledigt. Haben sich seine Drohungen also wirklich als leer erwiesen. So, dann steige ich schon mal wieder aufs Pferd auf, reite noch ein bisschen von diesem grauenigen Ort hier weg und werde mir dann irgendwo unten im Sumpf ein kleines Plätzchen suchen, wo ich dann eine kleine Pause machen kann und dann in der nächsten Folge weitermache. Ich denke, ich mache einfach mal hier Schluss. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!